Oh, moin. Willkommen. Ist eine Weile her, dass wir uns zuletzt gesehen haben. Ich hab schon wieder seit 3 Tagen nichts hochgeladen. Wir spielen Isaac. Und wir werden einen Run machen, einen normalen Run. Letztes Mal haben wir diesen. Warum klicke ich auf Continue? Letztes Mal haben wir diesen witzigen Challenge-Run gemacht. Das war. Ja, genau, Darkness Falls. Wir haben ihn nicht geschafft. Sonst wäre die Challenge ja dann. Und ich wollte euch eigentlich ersparen, dass wir die Challenge jemals wieder machen. Challenge. Deswegen wollte ich in. Also offscreen. Mal die Challenge nochmal nachmachen, damit ich die nicht nochmal hochladen muss, damit die nicht nochmal sich jemand anschauen muss und ich eventuell wieder verkacke. Und ich war jedes Mal gut dabei. Beim ersten Versuch bin ich wieder daran gestorben, dass ich den Boss Rush gemacht habe und wieder viele Herzen verloren habe. Ich habe ihn geschafft, aber ich bin dann wieder kurz vorm Boss gestorben. Ähnlich wie in dem Run, den wir hochgeladen haben. Im zweiten Run war ich auch super stark. So stark, dass ich dachte, ja, warum nicht? Spielen wir ein bisschen risikoreich. Haben ein paar falsche Items mitgenommen. Die mir dann letzten Endes den Run versaut haben und mich wieder kurz vorm Ziel sterben lassen haben. Dritter Run. War nicht sonderlich special, aber ich habe keine Risiken eingegangen, deswegen bin ich bis zum letzten Boss gekommen. Bis zu Satan runter. Hatte allerdings nicht viele Leben. So drei Herzen hatte ich, glaube ich. Und ich habe es fast geschafft. Ich war schon in der zweiten Phase von ihm. Und dann ist so ein explodierendes Vieh in mein Gesicht gesprungen und ich bin auch wieder gestorben. Und dann habe ich den Controller in die Ecke geschmissen. Nein, habe ich nicht. Ich habe schön die Ruhe behalten. Und ja, ich habe es dabei belassen. Und ich werde diese Challenge auch so bald nicht wieder spielen. Denke ich mal. Deswegen machen wir jetzt einen Isaac Run. Ganz getrost, ganz chillig. Wir werden mal schauen, wo es hingeht. Wir müssen noch nach unten, wir müssen noch nach oben. Verstehe noch nicht, warum wir mit Isaac noch nicht in der Chest waren. Das hat sich anscheinend einfach nur nicht ergeben. Deswegen versuchen wir das jetzt mal. Je nachdem. Wenn der Run sehr stark ist, gehen wir vielleicht auch nicht nach oben, sondern ganz nach unten nach Sheol. Das ist, glaube ich, Aquarius. Ah. Technology 2. Ich denke mal, das kann man durchaus mitnehmen. Ich meine, es ersetzt ja unser Tränen nicht. Es ersetzt quasi nur ein Auge. Weshalb wir immer noch normale Träneneffekte haben. Weshalb das Item gar nicht so schlecht ist. Außerdem Range unbefriedigend, wollte ich jetzt sagen. Nein, die Range ist tatsächlich ziemlich befriedigend. Allerdings, das hätte ich gern. Allerdings ist der Damage, glaube ich, ein bisschen unbefriedigend. Aber das werden wir alles schon hinkriegen. Wir müssen nur ein paar Damage absammeln, so wie immer. Aber es macht halt auch Piercing Damage, gerade am Anfang jetzt. Dürfte mir das eine Menge erleichtern. Es sollte sehr viele Gegner sehr viel leichter töten. Ja, gut. Sehr viele, sehr viel leichter, diese nicht. Die halten normalerweise nicht viel aus. Ja, gut. Steinkiste. Es ist immer ein Fehler, Bob's Brain mitzunehmen. Wir nehmen es mit. Bob's Brain fliegt und explodiert. Auf Kontakt mit Gegnern. Oder in meiner Fresse. 90% eher in meiner Fresse als bei Kontakt mit Gegnern. Ja, geil, ihr Geister, wie gefällt euch der Laser, hm? Der durchdringt eure Haut, habt ihr jetzt nicht wirklich. Oh, okay, Bob's Brain erstmal. Solider Damage. Am Anfang. Ich meine, Bob's Brain ist nicht schlecht. So, versteht mich falsch. Aber man tötet sich damit selber. Immer. Oh! Das war nicht fair. Frizz das Brain! Genauso. Lass nochmal mit. All sets up, then shuffled. Ich glaube, mein Damage ist geringer geworden. Das ist nicht sehr geil. Weiter geht's. Wir haben auch kein Soul Heart. Das stimmt mich auch nicht sehr gut. Bob's Brain macht die Sache auch nicht besser. Wir schießen Bob's Brain. Oh, erstmal in den Raum. Ich meine, ich kann auch Bob's Brain. Was? Wo kam der Weil ich wollte gerade sagen, hier ist direkt ein Tintedrock daneben. Wie kann es sein, dass da der Quarter drin war, aber hier noch ein Tintedrock ist? Aber es war in so einer Vase. Wo, aber hier ist keiner, gell? Strange.
Aber beschwere ich mich nicht. 25 Cent nehme ich gerne mit. Und wenn der... Ah! Ja. Ach, come on. Wie soll ich in diesen Raum mit Bobs Brain schaffen, ohne Schaden zu nehmen? Das ist doch ein schlechter Scherz. Gut, der Devil Deal auf dieser Ebene. Ich würde nicht sagen, er ist hin, aber er ist hin und weg von mir. Ich meine, wir könnten beim Boss Rush noch keinen Schaden nehmen und haben immer noch eine, lasst mich nicht lügen, 33%ige Chance. Was an sich nicht schlecht ist. Ich weiß nicht, ob es 33% sind oder vielleicht sogar noch weniger. Das ist schon wieder ein Tinted Rock. Okay, pass auf. Powerplay. Wir warten, bis Bob's Brain wieder da ist. Locken den fetten Bruder hier rüber. Na, hier? Ungefähr dahin. Und da kommt das Brain zum Einsatz. Und... Out. Played. Das war ja shit. Und da ist meine Bombe. Wow. Immerhin habe ich sie gespart in dem Raum. Den Raum werde ich schaffen. Wir wollen in den Goldraum. Okay, den schlimmsten Gegner, der mich direkt one-hittet, haben wir erstmal rausgenommen. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt, in diesem Raum macht sich Technology auch ganz gut. Jetzt killen wir die Gegner schön auf Distance, slow and steady. Ich meine, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ich hab mit Isaac den Boss Rush noch nicht. Wo Boss Rush hat in letzter Zeit nichts Gutes für mich getan. Im Gegenteil, der Boss Rush hat mich immer nur gefordert. Wie es mich gefordert hat. Holy shit. So. Na, das sieht man doch gerne. 2 Soulhearts. Lecker. Ich würde gerne in den Shop. Aber ich habe nur einen Schlüssel. Jetzt ist die Frage. Gehen wir in den Shop und hoffen darauf, dass dort noch ein Schlüssel ist, den wir kaufen können? Oder gehen wir in den Goldraum und lassen den Shop hier? Ich meine, wir haben ja noch ein paar Shops, aber wir haben halt nur einen Goldraum auf jeder Ebene. Im Shop kann scheiße sein, aber im Goldraum kann auch scheiße sein. Ich glaube, rein logisch gesehen sollten wir in den Shop gehen. Lucky Soul Hard Drop. Nice. Passiert nicht so oft. Aber ich nehme es mit. Andererseits, wir haben ja auch den D6, gell? Ich gehe in den Shop. Ich glaube, da ist ein Schlüssel. Okay. Wir haben BFF. Das macht Bobs Brain größer und stärker. Das ist beides nicht so gut. Also, was heißt beides? Das ist ja nur BFF. Größerer Bobs Brain killt mich leichter, hat aber auch eine höhere Hitbox, um Gegner zu treffen. Best Friends Forever. Macht meine Begleiter größer. Wir lassen es hier. Es ist einfach... Ihr wollt mich doch verarschen. Ich hätte es aber fast auch noch gemacht. Vielleicht können wir den Shop auch rerollen. Macht meine Begleiter größer, ich nehme es mit. Wisst ihr was? Ich habe jetzt diesen Random Buddy. Und der kann sich als äußerst gut herausstellen, denke ich. Deswegen nehmen wir es mit. Das ist eine gewaltige Gefahrenquelle, die da hinter mir herfliegt. Aber wenigstens das Gute. Ach nee, wenigstens nicht. Ich wollte gerade sagen, wenigstens bekommen wir einen guten Devil Deal vielleicht, aber wir werden keinen Devil Deal bekommen. Also, doch, die Chancen sind ganz gut. Sagen wir mal, willkommen. Habt ihr den Damage gesehen? Ich meine, ja, es ist gefährlich, aber andererseits hilft es mir mit den Bossen, zumindest am Anfang, gut weiter. So, Devil Deal? Kein Devil Deal, noch ein HP ab. Warum habe ich das mitgenommen? Ich Vollidiot. Oh, ich hätte es rerollen müssen. Ich bin so ein Vollidiot. Na gut. Ist egal. Wo ist Bob's Brain? Da ist Bob's Brain. Das gibt's doch nicht. Da ist der Bruder schon wirklich, wirklich, wirklich groß. Fliegt trotzdem noch zwischen den Gegnern vorbei. Das kann man doch nicht durchgehen lassen. Oh. Hat jemand den schlimmsten Raum im Spiel bestellt? Nicht im Spiel, aber
Am Anfang, für die ersten paar Ebenen, ist dieser Raum echt nervig. Aber Bob Sprain hat schon gute Arbeit geleistet. Und dieser Begleiter-Buddy. Also mal ganz im Ernst. Der ist gut. Ich meine, ich glaube, Damage geht. Wegen BFF. Aber der schießt ja alles Mögliche. Homing-Shots, also zielsuchende Schüsse. Hier die Double-Shots, Triple-Shots. So die über Steine fliegen, diese Ghost-Shots. Ich weiß nicht, Ghost-Tears. Sind ja alles Tränen. Der ist schon ganz nice. Also der kann uns gut weiterhelfen. Gerade jetzt am Anfang, wenn wir selber noch kaum Damage machen. Also ich glaube, wir machen wirklich minimal Damage gerade. Verlockend. Aber ich habe keinen Schlüssel. Kein... Obwohl, da war eine graue Kiste. Die Chance... das war knapp. Die Chance, dass da ein Schlüssel drin ist, ist doch... Lass mich nicht lügen, aber sie ist doch... da. Wir probieren's. Nicht ein Schlüssel. Ich meine, der Haufen Bomben... Da. Danke, nehme ich an, aber... Kein Schlüssel? Warum? Warum? Naja, vielleicht kann ich mir wieder einen kaufen. Oh, Bob's Brain. Good job. Ah, wir haben sogar hier diese Charming-Shots von unserem Begleiter. Das heißt, ab und zu holt uns unser Begleiter noch ein paar Verbündete ran. Ah. Okay. Und er hat auch Aiming-Shots, viele. Es gibt ja mehrere. Es gibt diesen einen Auto-Turret-Boy, der ballert einfach immer in Richtung von Gegnern, automatisch. Das habe ich eben mal gesehen. Und es gibt ja noch die Homing-Shots, die hier von Little Steven... Genau, Little Steven war es. Die sind halt auch nice. Ich meine, die treffen halt so gut wie immer. Von daher kann man das schon nicht ausschlagen. Das gute kleine Rainbow-Baby. Oder Random-Baby. Ne, ich glaube, es ist das Rainbow-Baby. Da war ein Regenbogen. Schlüssel! Ach, warum? Ich hab ja noch nicht mal den Goldraum gefunden. Ach, kann ich bitte einen Schlüssel? Ich nehm's auch mit, ja. Ja, danke. Danke für das Soulheart, aber... Schlüssel wäre nicht schlecht. Hier ist doch der Super Secret Geheimraum. Ja, ich meine, ach, was auch immer. Ich meine, es hat alles darauf hingedeutet, wenn ich das mal so formulieren darf. Wir suchen auf jeden Fall noch den Goldraum. Gut, da hat uns Bob Sprain das erstmal Schaden gemacht. Auch wenn ich nicht meinte, dass ich so nah dran bin, aber... Ja, ihr habt's gesehen, Bob Sprain halt. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ihr das gesehen habt heute. Das wird noch das ein oder andere Mal vorkommen. Okay, jetzt. 2 von 4. Ich hasse das, wenn du hier keinen Schaden hast und diese Viecher rammen dich weg. Ach, fuck. Ich habe keinen Schlüssel. Es war wirklich eine dumme Entscheidung, aber ich meine, die Chance war hoch, dass wir mindestens einen Schlüssel bekommen. Ich meine, wir haben um die 5 oder so Bomben gekriegt. Nicht einen Schlüssel. Das ist doch... Shit. So, der sollte easy abgehen. Also nicht abgehen, sondern down gehen eher. Okay, kann ich jetzt... Bob Brain? Ich habe wirklich alle meine Soul Hearts verloren, aber... Damit kriegen wir noch weniger Schlüssel. Aber ich will auch das Range Up, ehrlich gesagt, nicht. Also nehme ich es mit. Das... Jamhard? Nee, das ist das. Kleiner als 3. Wir gucken nochmal, ob wir den normalen Geheimraum finden. Ich meine, wir können nicht einfach Shop und Goldraum weglassen. Das wäre... miserabel. Hier ist er nicht? Dann, okay, dann weiß ich, wo er ist. Dann ist er hier. Komm schon, Schlüssel, bitte. Dann ist er... Hä? Beim Goldraum? Komme ich in den Goldraum doch noch rein? Oh, bitte, 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 bitte. Ja! Okay, wir haben Glück gehabt dieses Mal. Na, stellen wir das mal so hin, dass beides kaputt geht. Okay, haben wir unsere Bomben auch wieder drin?
Ja, Boss Rush wird nichts diese Runde, das kann ich euch jetzt schon sagen. Oh, es ist Taurus. Taurus, Taurus, Taurus. Ist okay, wir haben den Goat. Wie heißt das? Die Ziegenhufe auf jeden Fall haben wir dabei. Das macht uns schneller. Taurus. Na, ich habe den Tindedrock gesehen. Tut mir leid, ich habe ihn noch gesehen, aber ich war schon weg. Wir haben zwei Shots erst, das sollte reichen. Taurus macht, dass mit... Je länger ich in dem Raum mich bewege... Oh mein Gott, das war so miserabel. Desto mehr Speed baue ich auf und ab einem gewissen Punkt werde ich dann kurz unverwundbar und mache Schaden den Gegnern. Genau. Ab einem gewissen Punkt, wenn ich eine gewisse Geschwindigkeit erreicht habe oder so. Ich weiß nicht genau, wovon das abhängt. Ob das von Zeit abhängt oder von dem Speed jetzt. Und dann können wir einfach den Gegner hier wegmachen. Zack. Und so läuft das. Ich will zumindest sehen, was drin ist. Oh, habt ihr... Es war eine scheiß Steinkiste. Ja, da ist meistens guter Shit drin. Ja, und da kam ich nicht mehr raus. Mein Damage ist miserabel. Hey, Schlüssel. Crack the Sky. Das ist ein nettes Item, aber es ist ein Spice-Bar-Item, also... Wollen wir es nicht mitnehmen. Ist ein gutes Item, ja. Ist ein bisschen random, macht gut Schaden, aber ist random. Ah, den habe ich abgepasst. Mit Bob's Brain. Gut. Shop gehen wir auch. Gleich. Sind wir ja schon hier. Gucken mal, was wir uns Schönes kaufen können. Vielleicht eine Soul Heart. Ja. Das ist die Blank Card. Blank Card ist cool. Aber Blank Card... Das ist doch nicht dem Spiel sein Ernst. Ich meine, auf der einen Seite, gut, dass ich mir das Soul Heart gekauft habe, auf der anderen Seite... Es ist sofort wieder weg, durch meine Dummheit. Okay, behalte diesen Raum im Kopf, Max. Behalte ihn im Hinterkopf. Er könnte dich noch ficken. Das ist Soymilk. Davon halten wir mal sowas von Abstand. Denn das macht unseren Damage noch mieser. Schnell, 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 schnell. Okay. Wir haben die Soul Hearts eingesammelt. Unsere Devil Deal Chance ist noch da. Sie ist zwar trotzdem geringer, weil ich in der letzten Ebene ja schon einen hatte. Aber sie, wir wollen sie trotzdem ja nicht verlieren. Sie ist noch da. Wo auch immer der... Ach, Bob's Brain hat wahrscheinlich den Tinted Rock geöffnet. Ich war so ein bisschen confused, aber was anderes kann es ja nicht gewesen sein. Da war ja nichts Explosives in dem Raum. Abgesehen von Bob's Brain. Ist hier der Geheimraum? Nee, aber vielleicht kommen wir in den Cursed Room. Nice. Ich meine, im Shop waren wir eh schon, das wird uns nichts bringen. Aber das hier, oh ja. Cursed Room bringt uns was. Also, nee, bringt uns vielleicht was. Ja, das war mir so klar. Ich wollte gerade sagen, wenn nicht diese vier Spinnen da sind. Es waren fünf Spinnen, tut mir leid. Jetzt sogar sechs. Aber... ja, gut, die Kiste war worth. Ich stand zwar drinnen und konnte... Hab sie nicht freiwillig geöffnet, aber sie war worth. Da war eine Menge Geld drinne. Hier nochmal ein Shop. Nee, der war da oben. Im Shop gibt's aber auch nichts für uns, glaube ich. Wir müssen die Räume noch machen. Weil wir sonst ein Item weniger haben auf dieser Ebene. Und wir wollten auch gerne das Goldraum, im Goldraum Item mitnehmen. Ich meine, man könnte darüber reden, dass ich erst den Boss machen sollte, solange ich noch Soldats habe. Das ist richtig. Aber andererseits... Ach, no risk, no fun, würde ich immer sagen. Aber ich habe es schon so oft bereut, aber trotzdem. Ich habe es auch schon so oft gesagt. Gut, hier gucken wir mal kurz rein. Diesen Raum werden wir nochmal aufsuchen nachher. Nach dem Boss. Dann werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Wir können da auf jeden Fall noch ein Item bekommen. Von dem Herzenbettler. Temperance. Die stellen wir nachher auch mit runter. Das heißt, wir benutzen Death mal beim Boss. Wir können nur ein Item rauskriegen und eine Menge Cash noch theoretisch absahnen.
Erstmal holen wir uns das Item aus dem Goldraum. Piu! Ja, was auch immer. Das ist ziemlich gut. Damit spawnen wir Spinnen, aber ich... vorsichtig hier. Ich glaube, die Spinnen spawnen von sterbenden Gegnern. Da bin ich mir nicht sicher. Oh. Super Secret Geheimraum hier? Nice. Hier hätte ich ihn niemals vermutet. Pillen. Oh, will ich das? Pass auf, wir gehen erst zum Boss. Wenn da nämlich wieder eine Bad Trip Pille dabei ist oder sowas. Und ich deswegen den Devil Deal verkacke, wäre ich schon wieder ultra mad. Ja? Also gehen wir jetzt zum Boss. Benutzen die Death-Karte. Piu. Shit. Okay. Einmal mit Bobs Brain treffen und wir gewinnen. Okay. Es dachte, er stirbt instant. Aber das ist auch der starke, die starke Version von Widow. Es gibt ja auch diese Version ohne diese Naht auf dem Kopf. Okay, wir bekommen das zwar nicht, aber wir bekommen den Latchkey. Welcher uns soll, hat uns zwei Schlüssel gibt. Also legit. Danke für den Latchkey, den würde ich auch jederzeit wieder mitnehmen. Und wir haben mal wieder das Soul Heart vom Latchkey verspielt. Was nicht so schlimm ist. Wir haben noch ein halbes, aber trotzdem, es ist so dumm. So, jetzt nehmen wir die Karte mit. Wir könnten auch mal da drüben in den Challenge-Raum reingucken, wenn wir nur noch ein rotes Herz haben. Und da wir jetzt eh unsere Herzen verkaufen. Na komm, take it. Allerdings würde ich lieber erstmal den kleinen Bruder auszahlen lassen. Erstmal die mach mal kaputt. Cash, nice. Ja, der hier kann mir ruhig auch was geben. Gehen wir erstmal zu ihm. Gucken uns mal an, was er uns geben möchte. Ja. Komm. Ja, einen Schlüssel nehme ich auch. Den Schlüsselbettler übrigens, den werden wir gekonnt ignorieren. Ich hoffe, ich laufe nicht aus Versehen gegen ihn. Noch ein Schlüssel. Der gibt uns guten Shit, der kleine Mann. Ja, da ist ein Item. Fanny Pack. Ich weiß nicht genau, was es uns bringt. Ich glaube, das finden wir mehr Items oder so. Ich weiß nicht. Okay, den wollen wir jetzt aber auf jeden Fall erstmal auszahlen. Den können wir nämlich bei einem guten Timing 2 Herzen geben. Genau. Okay, der Whipworm. Können wir dem auch erstmal das mitnehmen? Okay, komm, bitte zahl aus. Okay. Two of Clubs gibt uns mehr Bomben. Herzen haben wir noch rumliegen. Ja, wir machen den nochmal kaputt. Warum kommt denn da überall so viel Geld raus? Hat das was mit dem Fanny Pack zu tun? Kriege ich jetzt einfach überall mehr Dinge raus? Nee, ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Oh, nee, ist nicht worth. So, Leute, es tut mir leid, aber wir müssen den kleinen Mann zum Auszahlen bringen. Deswegen holen wir uns die Herzen hier noch ab. Und werden nochmal runterschauen. Gut. Sollte reichen, um ihn auszahlen zu lassen. Der ist bestimmt schon kurz davor. Der denkt sich bestimmt so, gib mir noch ein Herz, dann gebe ich dir einen Damage-Up oder so, was weiß ich. Gib mir irgendwas Cooles. Komm schon. Eine Spritze. Speed und Shot Speed-Up. Ja, warum nicht? Der Automat könnte auch noch rauszahlen. Wir spielen nicht mehr Armin. Das ist zu riskant. Wollen wir töten den kleinen Mann nochmal? Wir hätten die vorher töten sollen, damit wäre unsere Devil die Chance gewaltig gestiegen. Nicht gewaltig, aber sie wäre gestiegen. Den Goat-Hoof behalten wir mal. Denn solange wir Taurus haben, ist das echt shit. Einmal spielen wir noch. Hat wirklich ausgezahlt, aber es ist leider nur der IV-Bag. Ich würde ihn gerne rerollen. Vielleicht, ich guck noch mal ganz kurz in den Shop, ob da eine Batterie war. Weil legit, wir hätten einfach ein kostenloses Item dann. Und darauf wollen wir hinaus. Die würde ich gerne mitnehmen. Komme ich nicht ran. Das Herz nehme ich mit. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Tut mir leid, das zieht sich hier wirklich auf dieser Ebene.
Wir werden es uns beeilen. Wir werden das auch nicht nochmal nicht sterben an diesem Raum. Nice. Wir nehmen die Batterie gleich mit. Erstmal spenden wir auf 400 wieder mal hoch, damit ich mal den nächsten Fortschritt bekomme. Solange der Donator mal zu viel nimmt. Komm noch. 400. Die Red Candle, nice. Legit, das war mir so klar, dass das passiert. Oh. So ein Abfuckraum. Wie viel Schaden habe ich schon genommen? Ich glaube, ich habe dort schon jetzt 3 Herzen verloren in dem Raum. Das tut echt weh. Das auch. Tough Love. Das heißt, wir schießen jetzt ab und zu mal Zähne. Aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir... Oh, da ist einer! Dass wir das allzu oft bekommen werden. Denn unser Luckstat ist durchschnittlich. Unsere Tränengeschwindigkeit, also wir schießen nicht sonderlich oft Tränen. Diesmal... Na, ich will nicht sagen, ich habe dran gedacht. Ich habe nicht dran gedacht. Wo kommt die Fliegen eigentlich her? Ist das mal jemand aufgefallen, dass ich so einen Haufen Fliegen habe? Das wird von Mulligan kommen. Kommen die immer, wenn ich Schaden nehme? Damit kommen wir erstmal ein paar Räume durch, ohne auch nur eine Träne abzufeuern, theoretisch. Das machen wir aber nicht. Wir wollen sie möglichst lange aufheben, dass der Boss vielleicht auch noch seinen Spaß damit hat. Der Bob's Brain. Okay, ein Fünfer. Nice. Oh ja, klar, noch 2 Cent. Gib mir den Cash. Okay, passt auf. Bombe? Keine Soul Hearts. Fuck. Da können Soul Hearts draus droppen. Ist eigentlich ziemlich nice. Okay. Wir haben goldene Schlüssel. Das heißt, auf dieser Ebene wird Party gemacht. Wir können damit nämlich in alle... Gut, da war wieder ein Zahn, in alle Räume kostenlos rein und die Fliegen werden schon langsam echt weniger. Und das war's mit den Fliegen. Aber das war's auch mit dem Greedo. Die 3 restlichen Fliegen behalte ich. Gut. Cash haben wir jetzt wieder genug. Soul Hearts bzw. Leben dagegen nicht. Komm schon. Da hatte ich schon ein bisschen Brocken in meiner Hose gerade. Ungefähr das, was die darstellen. Genau das. Okay, gut. Lief besser als gedacht. Ich vergesse immer, dass Taurus existiert, dass wir den haben. Weil der normalerweise ist ein Raum clear hier, bevor ich Taurus überhaupt zum Einsatz bringen kann. Normalerweise ist da manchmal was drin, deswegen habe ich es aufgemacht. Wundert euch bitte nicht. Also der Run will uns beschenken. Ganz offensichtlich. Also irgendwie so Geld wollen sie uns so ein bisschen andrehen. In diesem Run. Aber da beschwere ich mich doch nicht. Pin? Da ist er doch. Moin. Und deine Freunde sind auch da. Bob's Brain. Ach, shit. Oh. Kommt her. Ja, es macht nicht so viel Schaden. Okay, ein Pin ist durch Bob's Brain gestorben, glaube ich. Wo ist der letzte? Da, fast hätte ihn der Zahn getroffen. So, Pin, spring mal rüber. Ah, der kommt nicht über die Schlucht. Dann friss Bob's Brain! Wie kannst du noch leben, Pin? Du hast einfach dieses gewaltige Gehirn in deinem Arsch belebt. Oh. Devil Deal. Ciao, 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 ciao. Speeddown, na das können wir ja gebrauchen. Damit Taurus noch mehr kickt. Legit, ich weiß nicht, ob dann jetzt Taurus noch später aktiviert wird oder so. Ich keinen Plan. Fragt mich nicht. Kann hier nicht mal ein einziges rotes Herz drin sein oder ein Soul Heart. Hier sind auch kaum Steine, gell? Hier sind Steine, aber die kommen nicht mal ran. Also Tinted Rocks sieht mau aus. Muss ich ehrlich sagen. Oh, Knochenboys. So, aus euch kommen hoffentlich keine... Ich wollte es gerade sagen, aus euch kommen hoffentlich keine Knochenboys raus. Und da waren sie auch schon. So, esst mal die weg. Okay, fast wäre ich in den noch reingerannt, nachdem ich schon over war. Slowed. Also das Rainbow Baby ist wirklich gut, weil ich alle möglichen Statuseffekte dadurch kriege.
Zwar random, wann sie eintreten. Oh, der goldene Schlüssel war so gut. Danke, Spiel. Etwas früher wäre noch geiler gewesen, aber danke. Ich bleib beim Danke. Weil ansonsten bekommen wir ja nie so ein Shit. So. Kopflose Freunde. Oh, ich muss immer aufpassen, wo die Schatten sind. Ich guck da, achte immer nicht so drauf, wo die hinspringen. So, ciao. Bomben nehme ich mit. Wir brauchen langsam mal irgendein Special Room. Goldraum, Shop. Ich nehme alles. Solange ich es bald bekomme, denn der... Oh, shit. TS Up ist super, denn der gute Würfel, der gute D6, möchte gerne geworfen werden. Ja, da drüben geht es wahrscheinlich zum Boss. Da kommt nochmal ein XL-Raum. Das ist Hey, hier ist nichts. Jede Ecke, die ich jetzt abgesucht habe, ist einfach leer. Weder Shop noch Goldraum. Das muss alles auf dem Haufen liegen. Gut, dann gehen wir in den XL-Raum. Wir könnten ja auch einfach chillen, solange bis Taurus aktiv wird und dann erstmal die paar wichtigsten Gegner killen. Okay, jetzt werden wir wieder hochge... Legit, alle Wege sind falsch. Oh, nice. Wir haben gerade Hangman. Ich meine, das halbe Soul hat, ja, aber wir gehen hier rein. War worth. Nicht sterben? War ja mega worth. So, wenn ich weiß, was Gabi Spawn macht. Es verwandelt ein rotes Herz in drei blaue. Nice. Ich brauche nicht so viele rote Herzen. So, dann nehmen wir den D6 und Goathead! Also Leute, ihr könnt mir nicht sagen, dass es ein Fehler war, hier reinzugehen. Habt ihr gesehen, wie ich reingegangen bin mit einem roten Herz oder anderthalb roten Herzen? Und einem halben Soul Heart. Und ich komme mit zwei roten Herzen. Und, warte mal, 3, 6, 9, 10,5 Soul Hearts wieder raus. Und einem Goathead. Und einem Guppy-Item mehr. Wir haben jetzt schon zwei Guppy-Items. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ein Item noch und wir sind Guppy. Das würde uns wirklich gut helfen, weil wir haben absolut keinen Schaden. Das Einzige, was Schaden macht, ist unser Begleiter und Bob. Sprain. Piggy Bank nehmen wir mit. Gibt uns noch mehr Cash. Das ist einfach der Cash-Run, ich sag's euch. Gibt uns... schrecklicher Raum. Gibt uns noch mehr Cash, wenn wir getroffen werden. Wie ihr seht, hier liegt über Cash rum. Ach, jetzt gibt's so auf den Sack hier, Alter. Das war Satisfaction pur. Das schwarze Herz. Schwarze Herz. Herz. Kommt auch gelegen. Und das ist übrigens Bob's Rotten Head. Noch ein Bob-Teil. Nett, oder? Ich würde ihn gerne rerollen, aber ich hab den Shop. Egal, wir gehen nicht zurück. Das will ich euch nicht antun, nochmal bis zum Shop zu laufen. Oh, war? Oh, ist der Troll, war? Der trollige Krieg. Der wirft die ganze Zeit die Trollbomben. Ah, Bruder, bleib hier. Ja. Oh, shit, der charged mich ja weg. Der rennt mich ja voll um. Okay, los. Stirb. Bob's Brain, kill ihn. Wir haben Devil Deal bekommen. Gegen all meine Erwartungen. Begleiter sind stärker. Also nehmen wir ihn mit. Ist ein Shit-Begleiter. Sagen wir es, wie es ist. Aber er macht Damage. Etwas mehr als ich sogar. Wahrscheinlich. Also nehmen wir ihn mit. So, jetzt versuchen wir aber ein bisschen zu speeden hier. Wir sind echt verdammt langsam. Cursed Room, du hast mir einmal was Gutes gebracht. Ich vertraue dir nicht nochmal. Obwohl, Guppy-Item, wir haben so viele Herzen vielleicht. Wer vielleicht? Wir gucken mal rein. Es ist wirklich... Oh mein Gott. Der Cursed Room ist heute unser bester Freund, würde ich sagen. Wir sind Guppy. Ja. Und wir sollten jetzt Fliegen spawnen wie Shit wegen Technology eigentlich. Ich sehe jetzt noch nicht wie Shit, aber wir spawnen auf jeden Fall. Ah, wir können fliegen. Warum habe ich den Schlüssel benutzt? Warum habe ich den benutzt? Klar, holen wir uns gleich wieder... Ich weiß nicht. Leben?
Den Tinderdog sehe ich übrigens, aber wenn ich mir den holen will, spreng ich vielleicht unseren kleinen Bruder weg. So, Leute, warte mal, ich sehe hier nichts. Können wir mal ein bisschen zur Seite gehen. Der gibt uns dann ein Item. Wir wollen das Item... Ja, gönnerhaft. Wir wollen das Item aber nicht mitnehmen, weil es wahrscheinlich ein HP-Up sein wird. Sondern wir wollen es rerollen. Es ist das Hundefutter-HP-Up. Ja. Unser Damage ist irgendwie besser geworden? Ich weiß nicht. Nee. Damit sind wir eine tickende Zeitbombe. Damit können wir uns quasi selber wegsprengen. Und das ist ein Spacebar-Item. Damit ballern wir uns einfach weg, nehmen Schaden und die Gegner nehmen auch Schaden. Das Kamikaze heißt sie, glaube ich. Frag mich wohl, warum es so heißt. So, was ist jetzt mit unserem Fliegenspawn los? Spawn ich nur bei meiner eigenen Träne fliegen? Spawn Technology keine Fliegen? Falls nein, ist das enttäuschend. Ich kann fliegen. Tears up? Tears up? Okay. Okay, es kommen schon mehr Tränen. Das ist gut. Das ist sogar ziemlich gut. Ich dachte schon, Bob's Brain wird wieder eine enge Sache, aber es hat geklappt. Hat sogar jemanden getroffen. Hätte ich nicht mitgerechnet. Gut. Fünfer, klar. Wir brauchen noch ein bisschen Geld. Also Leute, jetzt mal ein Item, über das ich mich sehr freuen würde. Money equals Power. Ich meine, die, die das Item nicht kennen, hören den Namen und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was es macht. Mehr Geld, mehr Power, mehr Damage. Hä? Ach so, okay. Curse of the Maze. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Goldraum? Haben wir das nicht schon mal bekommen, diesen Run? Zum zweiten Mal den Quarter. Dann gucken wir mal einen Shop. Nice. Nehmen wir mit. Damage und Challenge ab. Und das macht große Fliegen. Das heißt, unsere Fliegen machen jetzt mehr Damage. Die Batterie haben wir auch, das ist gut. Und ich krieg endlich mal den Donate-O-Mart voll. Ja, 411 ist eine gute Zahl. Lass uns erstmal dabei. Na, so viel Geld habe ich sonst nicht. Ich muss das jetzt mal reinknallen hier. Normalerweise macht der Donate-O-Mart auch... Ja, okay, jetzt ist er durch. Jetzt ist er durch. Gut, gehen wir nach hier oben. Ich habe das Gefühl, hier oben wird der Boss kommen. Erstmal kommt Pin. Komm, Pin, spring in Bob's Brain. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich glaube, es sind zwei Pins gerade gestorben. Oh, dadurch, dass wir den Ball of Bandages haben, macht Taurus jetzt auch viel mehr Sinn. Ja, na klar. Weil dadurch können wir ja jetzt... haben wir ja noch mehr Damage-Output quasi an unserem Körper. Also wir laufen ja dann zum Gegner hin, er nimmt durch die Taurus-Schaden und er nimmt durch den Ball of Bandages Schaden. Und das gefällt mir. Ist hier ein Tinderdrock? Hier ist sicher einer, oder? Hier ist keiner. Gut, wir haben eine volle Aufladung. Das bedeutet, wir gehen zurück zu dem Item. Nehmen was Neues dadurch mit. Wo war das Item? Hier. Oh, Tinderdrock. Okay, das Item ist shit. Das heißt, wir gehen nochmal in den Shop. Nehmen die Batterie mit. Die Pille nehmen wir auch mit. Ich glaube, das könnte was Gutes sein. Das ist was Wayne ist. Was haben wir in Goldraum nochmal bekommen? Wo bin ich jetzt hier? Achso, da war noch ein offener Raum. Ups. Das müsste nochmal das sein. Nehmen wir es mit. Oh, was macht das? Kane's Eye. Na, wir brauchen das Speed. Speed up. So, bitte gib mir jetzt was ich mitnehmen kann. Hä, wo ist es? Hier? Wo ist das Item? Hier? Lol. Ja, Damage up. Bye, have a great time. Okay, wir haben jetzt letzte Ebene ein Damage abbekommen, diese Ebene wieder ein Damage abbekommen. Unser Damage ist zwar noch nicht gut, aber unser Damage ist akzeptabel. Ach, wir waren hier doch nicht drin. Tears up und Knockback Shot. Oh ja. Wir haben nur gute Items gefunden jetzt, die letzten Räume. Der Run entwickelt sich. In eine gute Richtung. Ich meine, guckt euch mein Leben an. Guckt euch, ich bin schon Guppy, bereits auf Necropolis 2.
Bereits gegen Mom werden wir mit Guppy kämpfen. Das ist ein sehr guter Start. Oh, was ist hier? Wo bin ich hier? Okay. Curse of the Maze sucked. Das pisst mir ganz schön an. Unsere Fliegen. Ich meine, dadurch, dass unser Damage jetzt so viel stärker geworden ist, sind unsere Fliegen ja auch nochmal so viel stärker geworden. Und durch das Fliegen-Item sind sie nochmal doppelt so stark. Und durch Guppy spawnen wir Fliegen wie Shit. Wie Dingle Shit spawnt. So spawnen wir Fliegen. Wo ist die blaue Mom? Ich weiß nicht mehr, was der ihr Special Kind war. Aber Leute, guckt euch den Schaden an. Sogar jetzt auch ohne Bob's Brain und alles. Ich habe euch gesagt, Leute, wenn der Run ziemlich gut wird, gehen wir nach unten. Und ich glaube, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So wie die letzten paar Runs. Aber der Run ist gut. Und wir gehen nach unten. Nach Sheol. Krampus, sein Kopf. Shit. Wir hätten mit einer Aufladung hier reingehen sollen. Dann hätte ich das rerollen können. Hätte noch ein Devil Deal Item bekommen. Na gut. Wir kommen nicht wieder raus. Marmkampf kommt man nie wieder raus. Es sei denn, man hat eine Telepille. Oder irgendwas, was einen teleportiert. Wir haben keine Karte. Nee. Das finde ich gar nicht gut. Das sieht gar nicht gut aus. Okay, aber schon mal zwei Richtungen, die es nicht sein können. Das stimmt mich schon mal optimistisch. Dann hoffe ich wenigstens nicht ewig in die falsche Richtung. Noch nicht zumindest. So, wir sperren die Augen auf. Tinted Rocks. So ein Small Rock in einem Tinted Rock wäre schon eine geile Sache. So, dadurch, dass unser Shotspeed jetzt akzeptabel ist, spawnen wir auch wirklich viele Es sind keine Spinnen, es sind Fliegen. Ach, Dreck. Fliegen, genau. Wir haben echt viele Fliegen so langsam. Also nicht so langsam, aber wir generieren so langsam echt gut welche. Wir verbrauchen sie natürlich immer wieder sofort, aber wen stört's? Ich meine, die Gegner sind tot. Und die spawnen wieder neue. So. Stimmt schon so. Das heißt, wir können jetzt eigentlich easy durchgehen bis zu Mom. Es hat sich gelohnt, dass ich zwischendurch mal eine Weile gechillt habe und das mit dem kleinen Bettler gemacht habe zum Beispiel. Und das mit dem Blutspinnemar, dass ich das ganze Geld mitgenommen habe. Dadurch kann ich mir jetzt das Damage ab im Shop auch kaufen und die Fliegen stärker machen. Allein dadurch, dass wir so viel Geld gekriegt haben, war der Run schon ziemlich erfolgreich. Und wir hatten mit dem Rerollen ab und zu mal ganz gut Glück. Und das mit Guppy und den Curse Rooms. Wir haben einfach die richtige Entscheidung getroffen. Das war kein Glück. Ich würde einfach sagen, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Ich meine, es war risikoreich, reinzugehen. Immer. Es ist ja wirklich immer. Und Risiko kann halt auch belohnt werden. Also war es nicht lucky, sondern es war gute Intuition. So, jetzt sollte ich aber auch wirklich aufpassen, dass ich nicht so viel Schaden nehme. Denn wir sind immer noch hier unten, wo man ein ganzes Herz Schaden nimmt. Und das sollte man schon nicht ausblenden. Ich habe keine roten Herzen, das heißt, ich regeneriere mich auch nicht. Ich regeneriere mich nur mit Soul Hearts. War ich gerade ein bisschen... Da dachte ich gerade irgendwie, da kommt was auf mich zugeflogen, aber es war nur Bob's Brain. Mit seiner gigantischen Größe. Keiner? Keiner. Na gut. Mama Gertie? Ich glaube Mama Gertie. Let's go. Die kann mir nichts machen. Ich meine, die Stacheln am Boden machen keinen Schaden. Und sie ist tot. Snack lassen wir erstmal hier liegen. Nicht begeistert von dem Devil Deal. Absolut nicht begeistert. Davon bin ich allerdings sehr begeistert. Damage up. Ciao. Ach, danke. Danke, Spiel, dass auch mal ein Run bei rauskommt, der halt auch sich mal lohnt. Das ist so satisfying nach der Zeit, in der ich einfach nur auf den Sack gekriegt habe. Wieder und wieder und wieder und wieder gerade. Kommt endlich mal auch wieder ein Run, der läuft. Ja, ich hab's kommen sehen. Nicht Schaden nehmen. Okay, trotz allem sind wir nicht mehr so...
nicht mehr so gut aufgestellt wie vorher. Wir nehmen viel zu viel Schaden gerade. Das ist ein Tennis Rock, bitte zwei Solats. Ja! Danke. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein Lucky Solar Drop. Nein. Gut. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hin soll. Ich war... Oh, ich bin hier ewig lang nur nach links gelaufen und hier war nicht der Boss. Oh, shit, 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 shit. Ja, ja. Gut. Haben wir geregelt. Oh. Okay. Das Spiel will mich zwar immer wieder vor Herausforderungen stellen und mich ein bisschen fordern. Also das ist ja ein Zeichen. Die Bombe und die Steinkiste. Item. Lecker, lecker, lecker. Cricket's Head. Yes. Damage Multiplikator. Guckt euch an, wie groß meine Tränen sind. Technology muss jetzt auch ultra viel Schaden machen. Die Fliegen müssten gefühlt jeden Boss one-hitten so langsam. Na, okay, so stark ist es noch nicht. Aber ich bin gespannt auf Mom's Heart. It lives natürlich. Ne, wir sind... Doch, wir sind schon Utero 2. Wenn sind wir auf Utero 1 begegnet? Ach ja, Mama Gertie, die war ja auch so schnell down. Und da hatte ich noch nicht das Pentagramm und noch nicht Cricket's Head. Der wirklich ein Damage-Multiplikator ist. Also der ist nicht nur ein Damage-Up. Ich glaube mal 1,5. Oder so. Das ist auf jeden Fall ein starker Damage-Multiplikator. Health up. Meinetwegen. Ich habe eh kein Polaroid. Das heißt, macht keinen Unterschied. Den Skull, lass mal... Curse Skull? Nee, 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 nee. Wir ändern jetzt mal hier nichts. Wir bleiben bei dem Shit, den wir hier dabei haben. Och nein, es ist schon wieder nicht der richtige Weg. Aber was ist der Weg? Ja, an dem Punkt, gell? Oh! Guppy. Leute, ich sehe jetzt noch mehr wie Guppy aus, oder? Ja, gut, dann rerollen wir das. Ja, Lazarus Rex. Damit kriege ich noch ein Leben. Falls ich... auf den Sack. Boah, das ist eigentlich so gut. Falls ich jetzt nochmal ultra auf den Sack kriege von dem Spiel, habe ich hier noch ein Leben. Was mich wiederbelebt als Lazarus. Und das glaube ich sogar in dem Raum, in dem ich sterbe. Und das ist doch ultra Premium. Das heißt, wir haben jetzt sogar noch ein... Okay, das war eine Menge Hände. Wir haben jetzt sogar noch ein Recovery quasi. Ist das der Moment, wo wir den D6 abgeben? Nee, noch nicht. Vielleicht können wir es rerollen. Ich kann den D6 noch nicht weggeben. Andererseits, wir haben die Stärke erreicht, die wir wollten. Diese gewisse Stärke. Damit würde ich schon sagen, bin ich schon zufrieden. Also ich brauche nicht unbedingt mehr Damage. Deswegen, mit dem Item... könnten wir halt wirklich jeden Raum jetzt jemanden one-hitten. Wir nehmen es mit. D6, du hast uns verdammt gute Arbeit geleistet. Ich salutiere vor dir. Also, nicht wirklich, aber mental. Bin froh, dich dabei gehabt zu haben, aber ab jetzt kommen wir alleine weiter. Auch wenn ich nicht weiß, wohin. Ah. Okay, die Tränen könnten halt ein bisschen größer sein bei Tammy's Head. Aber sie... Was auch immer, wir kriegen ihn. Wir könnten quasi mal aufs Hard skippen einfach. Ich meine, wir bekommen von ihr eh kein Item, oder? Nein, wir skippen sie nicht. Wir skippen sie nicht. Wir haben jetzt schon so lange gesucht. Ich würde wirklich gerne mein Damage an ihr sehen. Beziehungsweise an Mom's Heart. Ah, oh, wir haben es gefunden.
Du, Hände weg von mir. Gut. Schauen wir mal. Wir gehen ganz nah ran und dann... Okay. Hätte ich mir krasser vorgestellt? Bin ich early? Aber Bob's Brain wird das jetzt klären. Okay, wir könnten mehr Damage machen, aber dann kommt Taurus und das war's. Unser Damage geht. Ich glaube, wir haben durch Experimental Treatment vielleicht ganz am Anfang. Unser Damage müsste höher sein. Also er müsste wirklich ein bisschen höher sein. Ich denke mal, hätte ich Technology nicht mitgenommen, hätte ich nur diese starken Drehen. Ich weiß nicht, wie stark Technology selber gerade ist, aber es ist nicht unbedingt so stark, wie es sein sollte. Das heißt, hätte ich noch beide Drehen, wäre es wahrscheinlich krasser. Aber es ist schon okay. Der Damage ist super gut. Wir töten so ziemlich alles. Im Bruchteil von Sekunden. Okay, Tammy's Head hätte auch stärker sein können irgendwie. Oh shit. Ich hätte vielleicht noch nicht unbedingt den D6 weglegen sollen. Ja, okay, das gleicht es wieder aus, aber trotzdem. Wir hätten nicht unbedingt die D6 vielleicht schon weglegen sollen. Auf der anderen Seite, wir kriegen eh kaum noch Items ab jetzt. Also, legit. Und das, was wir jetzt noch bekommen... Wir bekommen eh keine Items mehr. Legit. Aber das, was wir jetzt bekommen, sollte vielleicht nett sein? Das ist doch der Quarter Run. Das ist doch der Quarter Run. Das gibt's nicht. Das ist der dritte in diesem Run. Damit habe ich schon fast einen ganzen Penny. Nee, warte mal. Nee. Vergessen wir das. Was auch immer. Eine ganze Einheit von einem... Ein Quarter. Na, bei uns wäre es ein Euro. Amerikanisch? Ein Dollar wahrscheinlich. Viertel Dollar. Ja, dann Quarter müsste ein Viertel Dollar sein. Also haben wir jetzt fast einen Dollar. Also wir haben 99 Cent. Also wir haben quasi den Dollar schon voll. Yeah! Damit kann ich mir ein Eis kaufen. Yes! Gehen wir zum Boss. Hallo, Satan! Jetzt passt auf. Timing. Du wirst drauf gehen. Bob's Brain, kannst du mal bitte rüberkommen? Achso, ja. Warte mal kurz. Ja, für Satan könnte es noch kurz reichen. Jupp. Legit, ich hätte nicht gedacht, dass Taurus den Run so ein bisschen carried, aber Taurus carried den Run. Auch. Neben den ganzen anderen starken Sachen, die wir hier haben, aber... Alles carried. Und ich habe sogar nicht mal so viel Schaden durch Bob's Brain genommen. Habe ich wirklich nur einmal Schaden genommen? Durch Bob's Brain? Okay, ich korrigiere mich zweimal. Wir haben nicht mehr so viel Leben, deswegen würde ich das Health-Up mitnehmen. Einsetzen, meinte ich. Wir gehen jetzt weiter. Das war es nämlich noch nicht. Die letzte Ebene. Sheol. Ach nee, warte, Sheol war das davor. Der Dark Room. Oh, wollen wir das machen? Ich meine, an dem Punkt, mit unserem Damage-Scaling. Unser Damage ist immer noch nicht voll, komisch. Kommt schon noch ein paar Soul-Hearts vielleicht? Keine Soul-Hearts. Aber trotzdem. ciao! Und dann kommen die Fliegen. Ja, legit. Es ist Zeit für einen Brimstone-Run. Ich meine, das, was wir vorher haben, war nett, aber es war irgendwie Wayne. Oh, Moment. Beobachtet und staunet. Gut, der Run ist done. Dieser Run ist geschafft. Gut. Uff. Oh. Ja, das macht's nur absurder, als es so schon ist. Dreckige Geister, Alter. Ich spring euch alle um. Es fühlt sich so gut an. Was haben wir hier? Oh, damit haben wir auch noch. Damit haben wir Auto-Aim. Für einen Raum. Na Mensch, ist ja toll. Dieser Run. Ich bin so froh, wie er sich entwickelt hat.
Legit. Oh, noch ein paar Items können wir uns. Aber warum? Warum sehe ich die Items nicht? Das macht's halt schwierig. Oh nein, Rubber Cement funktioniert nicht. Normalerweise würden meine Tränen jetzt an den Wänden abprallen. Und dann übereinander sich stacken quasi. Aber ich glaube, das funktioniert mit Brimstone leider nicht. Weil ansonsten würde, wenn ja, man würde es quasi nicht sehen, weil Brimstone immer horizontal oder vertikal ist. Aber der würde ja dann übereinander liegen und mehrere Brimstone-Layers stacken. Und das wäre schon krass. Wäre schon krass. Ah, kein Schaden nehmen. Aber legit, Brimstone hat uns vielleicht sogar gerettet, weil wir haben... Sonst hätten wir wahrscheinlich Schaden genommen, viel auf dieser Ebene. Vielleicht sogar so viel, dass wir gestorben wären und... Ach, shit. Vielleicht sogar so viel, dass wir gestorben wären und wiederbelebt wären. Was war das? War das Bobs Brain? Ist der gerade... Oh, wir haben Set Bombs. Das heißt, Bobs Brain wurde auch nochmal stärker. Oh mein Gott. Ich kann übrigens mich einfach in den Raum stellen und nichts machen und alles stirbt. Ja, gib mir das Item auch noch. Der Halo, All Stats up, bin ich nochmal stärker. Nice, noch ein Punkt an Damage mehr. Famine weg. My Reflection hat keinen Einfluss. Ist Wayne. Normalerweise kommen dann die Tränen immer wieder zu mir zurück, so wie Bumerang halt. Bumerang-Tier stand ja dort. Ich habe jetzt schon ein bisschen damit gerechnet, dass so der Brimstone sich so ein bisschen curved. Quasi, dass er eine Kurve macht, dann wieder zu mir zurückkommt. Wie so eine 8 oder so. Und das dann halt, wenn ich Tammy's Help mache, 8 Mal, dann wird der ganze Bildschirm ausgefüllt. Aber es ist leider nicht so gekommen. Schade, schade. Ja, Black Bean. Ich hoffe nur, wir kriegen wirklich in jedem Raum eine Kiste. Ich hoffe nur, wir kriegen nicht irgendwas. Ja, Crickets Party, na klar. Hat wieder keinen Einfluss. Aber Crickets Body, schauen wir mal kurz. Okay, meine Bomben sind ultra krass. Wir legen mal eine. Okay, jetzt wiederum finde ich es schon wieder schade, dass wir Brimstone haben. Weil wir haben einfach eine coole Item-Kombo und sehen sie einfach nicht. So, was meint ihr? Golden Touch, nice. Das heißt, wenn mich jetzt der Gegner berührt, wird er zu Gold. Und er starrt. Passt zu dem Gold Run. Was meint ihr? One-hitten wir The Lamp? Mit Tammy's Head? Ich sag, wir one-hitten ihn. Let's go. Go! Oh, er ist tot. Jetzt ist er tot. Er war zu Gold erstarrt. Oh, Taurus. Das war so ein guter Run, wir haben ihn geschafft. Wir haben Sheol überlebt und hier The Lamb platt gemacht. War ein guter Reim. Oh, Leute. Es fühlt sich gut an. Dieser Run fühlt sich gut an. Fühlt es sich gut an, er ist vorbei. Oh, es war so ein guter Run. Ja. Oh, ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Dieser Run war herzallerliebst. Lost Poster. Haben wir bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hat irgendwie klingt, als hätte es was mit der Lost zu tun. Fast eine Stunde. Die meiste Zeit haben wir in der einen Ebene verbracht, wo wir hin und her gelaufen sind. Oh, aber ich bereue es nicht. Denn auch das hat dazu beigetragen, dass der Run so wurde, wie er jetzt ist. Fett! Übrigens, die Entscheidung, Tammy's Head mitzunehmen. Anfangs war ich ja noch skeptisch. Im Nachhinein. Gott sei Dank habe ich das mitgenommen. Es war so einfach. Du gehst in den Raum, drückst den Knopf, alles stirbt und du gehst weiter. So eine herzallerliebste Sache. Toller Run. Wirklich, wirklich toller Run. Gut. Leute, ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir. Im Mittelteil war es vielleicht ein bisschen gestreckt. Aber es musste sein, damit es im Gegenende so wird, wie es geworden ist. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge der Binding of Isaac Rebirth. By the way, sobald ich ein paar Items noch freigestellt habe, werde ich irgendwann mal aufs DLC umswitchen. Afterbirth und dann irgendwann Repentance. Vielleicht. Wenn ich so lange noch Motivation für Isaac habe, wenn mich das Spiel wieder komplett abfuckt. Aber ja,
Haut rein, habt noch einen schönen Tag und wir hören uns später. Ciao, ciao.